Da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Willkommen zur zweiten Runde Maidons Meinung in dieser Woche. Hallo Alfred. Hallo. Hast wieder eine Reihe Werte mitgebracht. Heute fangen wir an mit Infineon und ich habe keine Ahnung warum. Ja, ganz einfach. Wir haben heute, mit dem heutigen Tag oder glaube ich sogar gestern schon, den längsten Bullenmarkt der Geschichte. Er dauert genau 3453 Tage. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben. Und eine der besten Aktien, also die beste DAX-Aktion, eine der besten Aktien überhaupt in diesem Bullenmarkt ist Infineon. Nämlich, was viele gar nicht mehr wissen, die Aktie war... Es sieht nicht so bullisch aus. Ja, man müsste jetzt mal den Langfristchart sehen seit 2009. Wir waren 2009 im absoluten Tief im März bei 38 Cent und sind jetzt bei 21 Euro. Das sind 5600%. Und wer damals 18.000 Euro investiert hat, ist heute Millionär. Oh. Allerdings am 9. März, also auf dem Hochpunkt der Finanzkrise zu kaufen, den Mut muss man erstmal gehabt haben. Und dann noch die Aktie so lange zu behalten, also das ist schon schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube zwar nicht, dass Infineon nochmal 5.600% macht in den nächsten 9 Jahren, aber für mich immer noch eine der besten DAX-Aktien. Aber sie macht es gerade so ein bisschen spannend, weil wir haben ja hier so, wir sehen es ja, eine lange Seitwärtsphase, die nach unten hin so im Bereich von, was ist das, 21 Euro ungefähr wahrscheinlich begrenzt ist. Ja, und da ist sie sehr nah hier dran. Sollte dann schon mal halten, so die 21 so in etwa. Übrigens, man hätte auch Fehler machen können, wer im März 2009 auf dem Hochpunkt der Finanzkrise RWE gekauft hat, der hat die Hälfte seines Geldes bis heute verloren. Okay, und wer gar nichts gemacht hat, der ist wahrscheinlich in dem Fall auf der sicheren Seite gewesen, was wahrscheinlich der Großteil von uns getan hat. Okay, Infineon grundsätzlich ja auch gut aufgestellt, profitiert von den Entwicklungen in der Autobranche hin zur E-Mobility. Da ist Infineon auch ein Profiteur dieser Entwicklungen und generell. Vielleicht spielt. Noch was. Infineon ist natürlich mit einem KGV von 30 einer der teuersten DAX-Werte. Okay. Aber teuer muss nicht schlecht sein. Im Gegenteil, Nein. Für mich sind mittlerweile teure Aktien. Das ist quasi ein Qualitätsmerkmal, wenn Aktien relativ teuer sind. Außerdem im Vergleich zu den US-Chip-Werten ist Infineon eher noch günstig. Das heißt, dieses Niveau, auf dem die Aktie sich gerade befindet, ist vielleicht für denjenigen, der noch ein paar Argumente gebraucht hat, gar nicht mal so unattraktiv, oder? Ja, besser jetzt kaufen als bei 26. So. Okay, dann... Guter Hinweis. Dann kommen wir zu einem Wert, der die Woche den DAX auch ziemlich stark beeinflusst hat. Continental. Conti ist abgestürzt nach einer erneuten Gewinnwarnung im freien Fall. Auch heute geht es weiter nach unten. Wie schätzt du diese Lage ein? Ist das gerechtfertigt? Ist das übertrieben, diese Reaktion? Oder was sollte man jetzt denn tun, wenn man Conti-Aktionär ist? Also für erstmal Punkt 1. Natürlich ist diese Aktie sofort wieder von Privatanlegern gekauft worden nach diesem Kurssturz. Was ich immer für einen Fehler halte. Man kann natürlich argumentieren, diese Warnung, der Umsatz 1 Milliarde weniger, 46 statt 47 Milliarden, die Marge statt 10% nur 9, alles nicht so schlimm. Aber das Problem ist wirklich, dass vor 3 Wochen hier erst Conti seine Bilanz vorgelegt hat und da hatte man noch diese Prognose gegeben und die hat man jetzt einkassiert und 3 Wochen später, da muss man sich fragen, was ist in diesen 3 Wochen eigentlich passiert. Ja. Und jetzt hat man natürlich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sogar, ich habe sogar richtig, nicht Angst, aber es steht zu befürchten, dass das nicht die letzte Korrektur gewesen ist. Tatsächlich ist die Nachfrage nach, vor allem nach Reifen rückläufig oder nicht mehr so stark wie erwartet und auch nach anderen Teilen. Also das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die gesamte Autobranche gehabt. Fakt ist, jetzt kommen natürlich die Analystenstufen die Aktie herunter, auch vollkommen zurecht. Die sind natürlich auch verunsichert und nach einem solchen Kurssturz, und das hat sich ja schon fast angedeutet, ist eine Erholung erstmal sehr unwahrscheinlich, denn tatsächlich es steht zu befürchten, dass das nicht das Ende der Gewinnwarnung gewesen ist. Wie kann es denn sein, dass die Nachfrage nach Reifen rückläufig ist, wenn doch mehr und mehr Autos produziert werden? Profitieren dann andere oder macht Conti irgendwas falsch oder halten die Reifen vielleicht länger? Oder? Es geht ja nicht nur um Reifen, es geht auch um andere Zulieferteile, um Antriebsstränge etc., Bremsen. Conti ist dann natürlich einer der größten Zulieferer der Automobilbranche und es ist nicht zu, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Konkurrenz die Aufträge bekommen hat, sondern es ist eher eine Schwäche der gesamten Autobranche und das wiederum hat natürlich dann auch dazu geführt, dass eben auch die Autowerte unter Druck geraten sind. Gutes Stichwort Autowerte, wir kommen gleich zu Volkswagen, hatten wir auch die Woche schon thematisiert. Hat sich seitdem was getan, außer dass die Aktie noch weiter verloren hat? Nein, sie hat quasi, also man sieht es hier eigentlich kaum, also wir haben noch kein neues Jahrestief, jetzt glaube ich bei 137 und ein bisschen, also es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es da auch noch runtergeht. Tatsächlich hat Volkswagen an allen Ecken und Enden Probleme, auch mit diesem Abgastest, der jetzt erstmal die Produktion lahmlegt oder der die Verkäufer lahmlegt, man muss die Autos zwischenparken irgendwo. Dann kommt natürlich dazu, jetzt hat sich der VW-Vorstandschef der Marke VW geäußert und hat gesagt, dass man im Bereich Elektromobilität viel machen will, aber auch gleichzeitig gesagt, naja, Batterien sollen doch bitte schon die anderen machen und auch die Ladestationen sollen die anderen machen. Also man ist
zwar hat zwar viel angekündigt, aber so ganz ist man doch nicht mit dabei. Und das die Probleme auf die anderen abzuschieben, ist auch nicht so die feine Art. Also Uli hat natürlich auch gesagt, dass diese Umstellung zum Elektroauto viel Energie kosten wird und auch viel Geld kosten wird. Und auch das ist ein Problem, was natürlich die Aktie oder das Unternehmen jetzt erst einmal hat in den nächsten Jahren. Und dann natürlich die Dieselkrise. Ganz bemerkenswert, die Vorstände verbringen immer noch 30% ihrer Zeit, um diese Krise zu bewältigen. Und diese 30% fehlen natürlich dann irgendwo anders, wo es vielleicht sinnvoller wäre. Gibt es denn irgendwas, was Volkswagen gerade richtig macht oder worauf man sich denn einen positiven Aspekt, auf den man sich konzentrieren kann? Ja, natürlich baut man immer noch gute Autos, das ist ja nichts gegen einzuwenden. Es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie die Zahlen schlecht gewesen wären, es ist nur so, dass es in Zukunft halt schwieriger wird. Und letztendlich, wenn Volkswagen das aktuelle Niveau nur halten kann, stellt sich die Frage, warum die Aktie dann steigen sollte. Machen wir gleich mal weiter mit Tesla. Generell alle Werte, die wir jetzt besprechen, hatten wir die Woche schon mal im Programm. Machen wir jetzt quasi ein kleines Update, was sich seitdem getan hat, was bisher geschah. Tesla war natürlich oder ist natürlich generell immer so ein Dauerbrenner-Thema. Und falls man nichts hört, dann sorgt Elon Musk mit einem Tweet für Aufregung. Und jüngste Meldungen waren zumindest jetzt mal, dass Tesla ein sogenanntes Billigauto plant. Das könnte in den nächsten 3 Jahren vielleicht auf dem Markt sein. $25.000 soll das kosten. Ist das jetzt so eine Meldung, die vielleicht irgendwie das hat er in einem Interview gesagt, das ist jetzt auf die Frage, ob das dann möglich sei, ja, es ist möglich, das ist sicherlich nicht so die Meldung, die den Kurs bewegt. Ja. Die OBS kam nochmal und hat gesagt, dass man mit dem $35.000 Model 3, das ja demnächst dann auch gebaut werden soll, die Billigvariante des Model 3, dass man damit viel Geld verlieren wird pro Auto. Man hat das zerlegt, man hat aber auch gesagt, dass die Technologie sehr gut ist. Also nach wie vor, es gibt hier Pros und Kontras. Was ganz interessant ist, es hat sich ja vor einiger Zeit, also letzte Woche schon Goldman Sachs aus der Bewertung der Aktie zurückgezogen. Jetzt hat morgens dann das Gleiche gemacht. Und das macht man eigentlich nur dann, wenn man für das Unternehmen arbeitet. Und es sieht so aus, als wenn mittlerweile 2 große Investmentbanken Tesla beraten. Es ist nicht offiziell, aber man hat sich aus der Bewertung zurückgezogen. Das ist eigentlich fast ein sicheres Zeichen dafür. Okay. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man tatsächlich hinter den Kulissen weiter an dieser Privatisierung wohl arbeitet. Ob sie dann wirklich kommt und ob sie wirklich zu $24 kommt, wird man sehen. Aber tatsächlich scheint da doch mehr dran zu sein, als viele erwarten. Also ich würde entweder die Aktie nicht haben oder sie haben, aber wenn ich jetzt auf fallende Kurse spekulieren würde, würde ich mich sehr unwohl fühlen, sagen wir mal so. Elon Musk fühlt sich auch gar nicht bemüßigt, sich da mal nochmal zu Wort zu melden, was ist denn damit jetzt? Nee, besser nicht, weil er hat ja nun schon Ärger mit der SEC bekommen, mit der US-Aufsichtsbehörde, und er hat auch seinen Instagram-Account gelöscht, wobei Instagram ist nicht so das entscheidende Medium ist, er twittert ja lieber, da ist er noch, aber eben nicht mehr so aktiv, und ich glaube, solche Äußerungen, wie er sie vor 2 Wochen getätigt hat, die wird man nicht mehr so schnell hören. Da wird er sicherlich auch ein bisschen draus gelernt haben. Also Tesla scheidet nach wie vor die Geister, da wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts dran ändern. Schauen wir auch zu BYD, hatten wir die Woche auch schon im Programm. Im negativen Bereich zuletzt ein bisschen unterwegs gewesen, aber nach der Erholungsbewegung. Heute. -3,6%, was doch sehr rot ist. Ja. Aber es war zumindest ja auch eine Erholungsbewegung vorangegangen. Ne? Ja, die Aktie hat über 20% gut gemacht vom Tief. Und jetzt der erste schwache Tag nach vielen Tagen mit positiven Vorzeichen in Folge. Es gab eigentlich gar nicht so richtige Gründe für diesen Kursanstieg, was die Sache eigentlich fast noch besser macht. Denn ich erwarte ja nach wie vor positive News, gerade auch, wie gesagt, Börsengang der Batteriesparte, der demnächst kommen wird, höchstwahrscheinlich. Und ich glaube, dann sehen wir noch weitaus höhere Kurse. Dass die Aktie jetzt nach diesem Anstieg mal durchatmet, ist vollkommen normal und auch legitim. Wie gesagt, es gibt auch mittlerweile auch die Analysten, die sich wieder positiver äußern zu dem Wert, was auch mal langsam Zeit wurde. Denn ich sage es nochmal, die Nachrichtenlage war die ganze Zeit gut. Jede Menge neue Aufträge auf dem Weg nach unten, was man gar nicht glauben kann eigentlich. Es gab viele, gerade im Busbereich, neue Aufträge. Nutzfahrzeuge ist man stark unterwegs. Es gibt mittlerweile elektrisch betriebene Sattelschlepper von BYD und Kipplaster. Also da ist man sehr gut unterwegs, und jetzt muss nur noch der Kurs nachziehen. Aber ich glaube, dass das hier der Anfang einer Aufwärtsbewegung sein könnte. Vielleicht sogar so etwas, wie wir hier letztes Jahr gesehen haben. Das war im September, und wir haben ja bald wieder September. Stimmt, dann wäre der Kreis rund sozusagen wieder. Genau. Wir sind gespannt, was sich im Dezember ist ja Gott sei Dank noch ein bisschen hin. Kommen wir auch nochmal auf Millennial Lithium, beziehungsweise das heißt ja korrekt eigentlich Lithium zu sprechen, wenn man es sich dann korrekt aussuchen möchte. Wer das mag. Drei sehr starke Tage hinter sich gehabt. Was passiert? Ja,
Das sieht gar nicht so viel aus. Das waren aber mal schlanke 40% innerhalb weniger Tage. Hm. Passiert ist Folgendes: Das Unternehmen hat einfach ein Update rausgebracht, wie es gerade läuft. Man ist ja gerade dabei, die Machbarkeitsstudie zu machen auf seinem Lithiumprojekt in Argentinien. Und man kommt da sogar besser voran als gedacht. Man wird schon in diesem Jahr beginnen, eine Pilotanlage zu bauen, mit der man dann immerhin 3 Tonnen Lithium pro Monat produzieren kann. Und das Entscheidende war eigentlich, dass das ein Analyst dann aufgegriffen hat, nämlich von Cantor Fitzgerald, immerhin ein doch recht renommiertes Analystenhaus. Und die haben dann ihr Kursziel bestätigt und das ist ganz erstaunlich. Das liegt bei 5 kanadischen Dollar 20, sind umgerechnet 3,45 Euro. Also Das liegt sogar über dem bisher erzielten Rekordhoch. Und ja, da ist noch eine Menge Platz. Das sind, glaube ich, fast 200% nochmal oder 170, sowas in dem Dreh. Und das hat dazu geführt, dass doch einige wieder aufgewacht sind und Lithium-Aktien, also nicht nur Millennial Lithium, sondern auch andere Lithium-Aktien wurden gekauft. Vielleicht ist das so ein bisschen die Wende in der ganzen Branche, die ja wirklich monatelang da niederlag. Aber spekulativ die ganze Angelegenheit doch, oder? Natürlich. Wenn ich mir eine Aktie anschaue, die sich mal eben schlank verdreifacht in ein paar Wochen und sich dann wieder ziemlich genau sogar drittelt, dann ist das nichts für schwache Nerven. Schwache Nerven hat man durchaus bei Medigene die Woche haben können, denn man wurde ordentlich belohnt mit einem Kursanstieg nach der Bekanntwerden der Kooperation. Jetzt hattest du ja am Dienstag gesagt, wenn die Aktie über 14,20 Euro klettert, dann ist erstmal feuerfrei nach oben. Hat sie jetzt gemacht. Bis wohin geht es jetzt? Ich bin kein Charttechniker und bei Biotech ist Charttechnik sowieso jetzt nicht so entscheidend, aber wenn man mal schaut, dann so die 16,50, 17 Euro, da können Sie dann erstmal hingehen und als nächsten Schritt dann das Jahreshoch bei 19. Ich glaube, dass wir das relativ zeitnah sehen, jetzt nicht in ein paar Tagen, aber vielleicht noch in diesem Jahr, ist ja auch nicht mehr so lang das Jahr. Und das könnte schon wirklich so ein maßgeblicher Punkt sein. Also einmal dieser Widerstand, dann die 200-Tage-Linie, die ja interessanterweise bei Medigene, wie man hier sieht, gar nicht so unwichtig ist, woher auch immer das kommt. Vor allen Dingen ist aber der Grund, dass die ganze Biotech-Branche wieder im Gespräch ist. Auch Evotech läuft wieder, Morphosis läuft, die US-Biotechs kommen wieder ins Laufen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass das Umfeld passt und das hat sich doch deutlich verbessert. Und ja, Medigene ist für mich, wenn man mal sich anschaut, Börsenwert 370 Millionen Euro im Vergleich zu den US-Werten aus dem Bereich, die mit Milliarden bewertet sind. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben, jede Menge. Alles klar, Alfred, das war es auch schon wieder für diese Woche. Ja. Runde Sache. Ganz herzlichen Dank für das Update und für die neuen Werte. Liebe Zuschauer, viel Spaß, viel Erfolg beim Handeln und bis nächste Woche hier bei Maidons Meinung.